Welche Irrtümer gibt es über Menschen mit Trisomie 21? Ein Irrtum ist, dass Menschen mit Trisomie 21 grundsätzlich eine geistige Beeinträchtigung haben. Es gibt viele Personen mit Trisomie 21, die einen Schulabschluss machen, und es gibt einige, die sogar einen universitären Abschluss schaffen und einige wenige, die sogar promovieren. Und in diesem Fall kann man nicht von einer geistigen Beeinträchtigung sprechen, wenn Personen einen Abschluss schaffen, einen Schulabschluss schaffen oder einen Bildungserfolg haben, der über den Durchschnitt hinausgeht. Ein zweiter Punkt ist, Menschen mit Trisomie 21 haben angeblich eine geringe Lebenserwartung. Das ist bei uns zum Glück nicht mehr der Fall, aufgrund der guten medizinischen Versorgung. Also in unserer Studie hatten wir einen über 70-Jährigen mit Trisomie 21 zum Beispiel dabei. Ein weiterer Punkt ist, dass Menschen mit Trisomie 21 angeblich besonders über Imitation lernen. Und wir konnten feststellen, dass Menschen mit Trisomie 21 auch, so wie andere Menschen auch, über Imitation lernen, aber nicht nur darauf limitiert sind, sondern auch auf andere Art und Weise lernen können. Und dann gibt es noch einen Punkt, dass Menschen mit Trisomie 21 häufig als langsam bezeichnet werden. Das ist auch nicht unbedingt der Fall. Vielleicht wirken sie langsam, aber sie sind nicht per se langsamer als andere Personen. Wir denken, das ist eine Form der Achtsamkeit. Aufgrund des verkleinerten Aufmerksamkeitsumfangs wird eben anders mit der Umwelt agiert. Das könnte langsam wirken und insbesondere im Unterricht, wenn vielleicht Dinge noch häufiger wiederholt werden können, könnte man das als langsam bezeichnen, trifft es aber nicht so ganz.